Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 16 Ultimate Team mit Paxis. Ich wage es ja kaum zu sagen, aber wir haben tatsächlich mit mehr Glück als Verstand, glaube ich, die letzten drei Spiele gewonnen in Folge. What the fuck? Was ist da denn los? Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich würde sagen, jetzt ist das letzte Spiel mit der Mannschaft, weil wir dann nämlich so oder so, egal ob wir gewinnen oder verlieren, genügend Kohlen haben, und um zwei Goldteams zu bauen. Darauf freue ich mich schon. Juhu! Und ja, also, puh, wir hatten halt echt Glück, ne? Letzten drei Spiele gewonnen und das eine sogar, das erste von den dreien sogar 3-0. OMG. Naja, beim letzten Spiel dafür dann halt ein Abbruch vom Gegner, nachdem wir 2-1 geführt haben. Merkwürdigerweise, also das habe ich nicht verstanden, aber okay, ist halt nicht mein Problem. Ich würde sagen, er nimmt schwarz und ich gelb, oder? Hallo? Nimm doch schwarz und gelb, das ist doch viel sinnvoller als gelb-blau. Oh, das spielen wir halt nicht, mein Gott. Oh, wie müssen solche Leute immer auf den Sack gehen? Weil es halt einfach, also, am besten sind halt die, die wirklich immer nur mit einem Trikot spielen wollen und nie wechseln. Was? Keinen Spieler gefunden. Mhm. Oder noch besser sind halt auch die, die nur mit einem Trikot spielen wollen und dann mit Absicht beim zweiten Trikot eins haben, was dem ersten sehr ähnlich sieht. Also zum Beispiel ein schwarzes, mit dem sie spielen wollen, und das zweite ist dann auch ein schwarzes, damit dann halt überhaupt keine Möglichkeit besteht, ein anderes zu nehmen als schwarz. So, schwarz. Oh, der hat aber eine schwarze Hose, das gefällt mir nicht bei gelb-schwarz. Das ist zu verwirrend. Ja, so sieht's doch gut aus. Wobei, weiß-gelb könnte auf dem Spielfeld vielleicht auch ein bisschen eklig sein, weiß ich jetzt gerade nicht. Oh, wieder ein 4-4-2, wie gesagt. Die Startformation 4-4-2 und natürlich ein schwaches Team. Die könnte dafür sprechen, dass er sich vielleicht noch nicht so viel mit FIFA beschäftigt hat. Ach, er hat den Außenverteidiger, den ehemaligen Außenverteidiger von Hamburg. Fällt gerade der Name nicht ein. Beck! Beck heißt er, Speckbeck. Der liebe Herr Beck. Okay, Offensiv und Ballbesitz. Also ich bin auf jeden Fall ganz zufrieden mit meinem Ballbesitz-Einstellung. Könnt ihr ja gerne auch mal probieren, wenn ihr da auch noch Probleme habt und irgendwas Taktisches sucht, was passt. Oh, es leckt ganz leicht. Und ich muss sagen, das mit dem Ballbesitz gefällt mir bisher wirklich gut. Viel, viel besser als hoher Druck. Bei hoher Druck ziehen sich einfach die Spieler zu sehr in die Mitte. Und das kann man hier einfach nicht verteidigen in FIFA 16. Dann sind die einfach zu oft über außen durch. Eigentlich wollte ich genau diesen Passweg zulaufen. Das war also meine Schuld. Ja, halt. Oh Gott, da ist gar niemand. Wäre halt geil, wenn da mal der Ball dann. Okay, aber wie gesagt, den Angriff habe ich komplett selbst zu verschulden, weil den Passweg da habe ich wahrscheinlich einfach richtig schlecht. Nice. Nein! Oh, ich habe nicht genug aufgezogen. Ich wollte noch eins weiter auf den anderen Spieler. Ich wollte noch eins weiter auf den anderen Spieler passen. Und habe aber nur so sehr aufgezogen, dass es auf den ersten ging. Das ist kein guter Anfang. Das ist schon besser. Fast. Fuck, Mann, warum ist denn der hier unten immer leer? Leer. Lang. Oh nein, jetzt gibt's ein Tor. Oder halt auch nicht, weil er direkt auf den Tormann schießt. Was ist denn hier gerade los? Ich komme immer schlecht in die Spiele rein, egal was ich mache. Glaube ich. Vielleicht irre ich mich auch. So. Aber er drängt mich ab, aber es bringt ihm nichts. Na, wenn das nicht mal ein schöner Angriff war, dann weiß ich auch nicht. Leider halt kein Tor, aber es war jetzt auch nicht der einfachste Situation, um da ein Tor zu schießen. Wäre das ein geiles Tor gewesen. Oh, fuck, Mann. Oh, habt ihr den Schuss gesehen? Ah, geil. Torlinientechnik. Aber gut, das hat man auch so gesehen, dass er nicht drin war. Aber finde ich cool, dass ich sowas einbauen. Ganz aber, glaube ich, in FIFA 15 auch schon.
bisschen zu zeitig getreten. Und die untere Seite gefällt mir überhaupt nicht hier in dem Spiel. Die ist einfach zu oft offen. So, und das muss man einfach lernen. Man muss viel mehr hintenrum spielen und zurückspielen, als das noch bei FIFA 15 der Fall war. Das macht natürlich das Konterspielen schwerer. Aber ich glaube, das ist einfach kein Titel, der halt so stark auf Konter ausgelegt ist. Weil halt auch einfach Pace nicht mehr so greift. Schade. Naja. Immerhin Angriff gestoppt. Ach man, wäre das Ding nur reingegangen. Aber gut, der Gegner hätte auch schon ein Tor schießen können. Von daher. Ausgleich mit Gerechtigkeit fast. Oh, dass ich da fallen lässt, ist es halt ein Elfmeter, verdammt. Dieser Idiot. Schade. Oh, ich jedes Mal denke, ich dribble jetzt einfach mal am Gegner vorbei und dann klappt es halt doch nicht. Ah, spielt gerne hier unten. Wie man sieht. Aber diesmal hat es zum Glück nicht geklappt, weil der Pass nicht ankam. So, sehr gut. Genau so war es geplant. Den einen in den Lauf schicken und dann hier über außen mal durchrennen. Klappt auch ganz gut. Oh nein, ein Schritt zu viel. Naja, aber ich bin jetzt eigentlich doch ganz zufrieden mit meinem Angriffsspiel erstmal, weil das schon mal besser ist als gerade eben noch. Also dieser King da, der setzt sich so krass durch am Ball. Das war glaube ich auch der von vorhin, wenn ich mich nicht irre. Und der spielt echt immer unten lang, ne? Also er will echt immer über den einen Spieler da gehen. Sehr geil. Oh, wenn er drinnen bleibt. Sehr geil. Ist zu nah am Tormann, aber das passiert echt zu oft, dass es zu nah an den Torwart geht. Ah, schade. Hat eigentlich total schwach von ihm gespielt, aber... Ah, wir haben jetzt Chancen über Chancen. Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall einen Chancenplus erarbeitet. Und langsam wäre hier ein Treffer für uns auf jeden Fall verdient. Fuck. Oh, jetzt gibt's einen ekligen Konter. Ich hätte jetzt auch nichts gegen ein taktisches Foul. Sehr gut. Zum Glück sind Flanken nicht so einfach, weil Kopfbälle sind relativ einfach. Eigentlich auf den da, genau. Schade, wenn er einen Tick länger kommt. Oh nein, nein, nein. Scheiße. Ich muss echt mal ein bisschen aufpassen, dass ich nicht immer solche Großchancen verschenke, weil ich halt schon wieder einen Knopf gedrückt habe, weil ich denke, ich bin in der Verteidigung. Aber ich glaube, das ist jedem schon mal passiert. Das war natürlich dumm. Ball abfangen und dann aber irgendwie doch wieder zum Gegner. Wie gesagt, steht doch 0-0. Also ich sollte mal ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht zu lapidar verteidigen. Komm! Wir haben ja richtig schon Glück gehabt, dass er so eine schlechte Ballannahme hat. Oh, das zweite Mal Alu, das zweite Mal Alu in dem Spiel. Verdammt. Komm schon. Dann muss doch mal eins fallen. Oh, wieder zu hoch. Krass, also diesmal haben wir richtiges Chancenplus. Diesmal haben wir ein richtiges krasses Chancenplus. Wir arbeiten uns wirklich viele Chancen.
da waren wir bestimmt zuletzt dran. Nein, da war der Gegner zuletzt dran, also sogar eine Ecke rausgeholt. Sehr schön. Fuck. So nah an dem Tor, man kriegt einfach gar nichts. Gegner spielt auch einfach schwach, muss man sagen. Aber... das ist halt echt dumm, ne? Wenn man nach einem Einwurf so einen Ball verliert, ich meine, es war halt echt kein schwerer Ball. Da könnte man wirklich mal ein bisschen Ballmitnahme zeigen oder so. Das war sehr gut von ihm rausgegrätscht. Dann aber schlecht ausgespielt. Sehr gut, sehr gut. Wie im echten Fußball. Einen Gegner ranspielen und dann einen Einwurf sichern. Müssten halt echt mal noch ein Tor schießen. Puh, Glück gehabt. Schade, hat ein bisschen zu lange gedauert. So, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig geklärt. Oh oh. Da haben wir auch wieder Glück gehabt. Manchmal unterschätze ich halt einfach wirklich, wie träge die sind. Gegner geht halt ziemlich aggressiv drauf auf den Ballführer bei mir, aber es ist halt nicht mehr so einfach wie in FIFA 15, dann die Gegner aussteigen zu lassen. Im Gegenteil, es ist eher super schwer. Das war halt mal wieder richtig geil. Oh, nicht mal die Ecke. Das ist natürlich blöd. Komm, 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 komm. Ja, gut, schlecht gespielt. Oh nein. Ballannahme versaut. Gegner nicht mehr da. Los, schnell ein Tor schießen. Ligatitel holen. Ist er jetzt wieder da? Nein, noch nicht. Oh Gott. Oh, da ist der Gegner nicht da, dann haut man so ein Ding raus. Gucken, ob ich noch eine Chance bekomme oder ob er jetzt wieder da ist. Und gleich zumindest wieder da ist. Na? Wir sagen, er ist noch nicht wieder da. Müsste man Tor schaffen. Hätte halt in die andere Richtung laufen müssen. Kommt der echt nicht wieder? Was macht er denn? Hat er keinen Bock mehr oder? Ist noch nicht wieder da. Meine Fresse! Bin echt zu blöd gegen jemanden, der nicht da ist, einen Tor zu schießen. Kann nicht so schwer sein.
Anscheinend ist es zu schwer. Oh! Der sollte nicht an den Ball rangehen, sondern er sollte ihn mitnehmen. Pass mal auf, der Gegner kommt jetzt wieder, schießt ein Tor und ich verliere. Komm schon, ein Tor gegen jemanden, der nicht da ist. Das kann doch nicht so schwer sein. Was ist denn hier los? So, jetzt auch. Gekas macht das. Er rettet die Ehre. Na also, Kone macht's, meine Herren. Oh, es war ja aber auch mehr als schwer. Okay, ich habe keine Ahnung, was der Gegner macht, warum er jetzt weg ist, warum er keine Tore schießt, aber... Ja, ich freue mich natürlich, dass ich jetzt hier Tore gemacht habe, oder ein Tor gemacht habe. Und ich werde jetzt logischerweise auch versuchen, noch mehr Tore zu schießen, weil ich glaube, wenn man bis zu 5 Toren bekommt man halt mehr Coins. Das heißt, wenn man 5 Tore hat, hat man die maximalen Coins, die man für Tore bekommen kann. Und wenn man halt 10 schießt, bekommt man halt auch nicht mehr. Aber bis 5 Tore bekommt man mehr Coins und ich hoffe halt, vielleicht wenigstens noch eins zu schaffen. Na. Elfmeter. Was? Natürlich wieder nicht gereicht. Das ist wohl kein Rückpass oder was. Mhm. Naja, mir reicht auch ein Tor. Wie gesagt, wir gewinnen, wir holen uns den Ligatitel und wir können dann beim nächsten Mal schön ein Bundesliga-Team bauen und beim übernächsten Mal wahrscheinlich sehr ja. Oh nein, den eigenen Mann auf dem Rücken geschossen. Halt, kommt aber auch alles zusammen. Naja, das Spiel wird gleich vorbei und wir werden echt nur mit einem 1-0 gewinnen, obwohl wir ja stundenlang Zeit hatten, aufs Tor zu schießen. Geil. Zeigt ja einfach nur, wie gut die CPU-Verteidigung steht, wenn man nichts macht. Oh, es hat sich jemand verletzt, aber beim Gegner. Come with me for fun in my bargain. Naja, ein ganz klares 1-0 verdient geworden. Ich war ja auch, wie gesagt, die erste Hälfte 10 Schüsse oder sowas gehabt und der Gegner 2, glaube ich. Ich war ja auch der bessere Gegner, also verdient habe ich trotzdem gewonnen, auch wenn es, naja, in so einer Situation schon peinlich ist, nur 1-0 zu gewinnen, aber egal, Hauptsache gewonnen. Erfolg freigeschaltet, die Klasse von 16. 3512, das ist also der Bonus schon drin für den Titelgewinn. Titel gewonnen. Dieses Mal ist es... Na, wie heißt der? Cavani, der uns dich freut. Okay. Vielen Dank. Cool, cool. Nice! 12.570 Coins. Das... Ah, jetzt haben wir die Dinger auch bekommen. Also kriegt man doch die Trikots. Wenn man sie kauft, okay, dann werden wir diese Schwarze natürlich gegen das andere Schwarze aktivieren, weil das erstmal besser aussieht. So. Da sollte ich vielleicht mal die anderen Trikots freischalten und verkaufen, weil dafür gibt es auf Garantie wieder Coins, weil es Leute gibt, die da drauf bieten. Fällt mir gerade so ein. Ah, ich bin zu faul, das jetzt gerade zu machen. Ich habe auch gerade überhaupt keine Zeit dafür.
Hallo. Auf Transferliste? Was? An Verein. Oh. Ja, also so 6000 Coins können wir jetzt pro Team ausgeben. Das ist doch schon mal ganz cool. Das bedeutet, dass wir halt ohne Probleme 400 Coins pro Spieler ausgeben können. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren. 4 Spiele in Folge gewonnen. Was geht? Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis. Bis hoffentlich morgen. Tschüss, schön. Dann geht's dann weiter mit Teambuilding Bundesliga. Bye bye.